Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Kingdom. Wir attackieren. Ich hätte das fast im letzten Part gemacht, weil ich ein Trottel bin. Aber das passt schon. Warum kommt das Katapult nicht mit? Ich glaube, ohne Katapult haben wir hier so gar keine Chancen. Katapult. Vielleicht haben wir alle unsere Leute, also unsere Bauleute. Okay. Attacke! Ja, ohne Katapult bringt es nichts. Wo ist unser Katapult? Katapult? Ja, ohne Katapult bringt das halt wirklich nicht so viel. Wir bräuchten unser Katapult. Katapult. Könntet ihr aufhören zu bauen? Vielleicht das Katapult bedienen, das hier rechts dringend benötigt wird. Aber noch halten sich unsere... Ah, nee, das geht auch so kaputt. Aber mit Katapult wäre das schnell gegangen. Okay, das Portal zerbricht langsam. Okay, geil. Wir haben es fast kaputt. Weiter. Attacke. Und wir können mal hier... Ne, erstmal Katapult. Kommt das Katapult überhaupt mit? Ich weiß es nicht. Ich denke schon. Okay, das Tor zerbricht immer weiter. Zerbricht. Mit SCH. Wir müssen uns nur verteidigen und weiter angreifen. Mit unseren Pfeilen, die mit Sicherheit viel Schaden machen. Hurra. Wo ist das Katapult? Und haben wir einen Ritter verloren? Und warum ist Tag 32? Fragen über Fragen. Wir haben keinen Ritter verloren. Aber wir haben immer noch kein Katapult hier. Klock, klock, klock. Klockli, klockli, klock. Dafür gehen unsere Pfeile kaputt. Wie viele Portale gibt es überhaupt? Kommt danach noch ein Portal? Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie ein Portal zerstört. Das Katapult kommt überhaupt nicht. Ach so, die greifen ohne Katapult an. Oh Gott. Holy shit, was ist denn das jetzt? Okay. Oh, what? Ich bezweifle langsam, dass das mit dem Portal eine gute Idee war. Nein! Hier. Was? Die Krone! Ah. Warum ist die Krone abgefallen? Ich weiß es nicht. Haben wir das Portal zerstört? Ja! Wir haben das Portal aber zerstört. Hier sind Leute, die wir nicht anheuern können. Aber wir haben das Portal zerstört. Wir haben das Portal zerstört. Auch wenn wir... Oh, wir haben so viele Leute da stehen, die wir neu anheuern müssen. Ich habe nicht einen einzigen Cent dabei. Wir können die alle zurückgewinnen, aber dafür müssen wir jetzt ganz viel Geld kriegen. Okay, 4 Leute können wir schon mal so zurückholen. Ich weiß nicht, wie lange die da bleiben. Deswegen hole ich mir jetzt schon mal 4 Leute zurück. Geht nicht. Wir brauchen mehr Geld. Ich hole mehr Geld. Los, Ferdinand. Adü. Mach jetzt nicht schlapp, Ferdinand. Wir brauchen dich. Okay, da sind auch Münzen, aber ich möchte wenigstens bis hier hinkommen. Okay, du hast auch noch 2 Münzen für uns. Ich möchte noch wenigstens bis zu unseren Farmern gehen. Die nicht da sind. Wo sind unsere Farmer? Egal, das sind genug Münzen, um den Rest, die restlichen mitzuholen, glaube ich. Und da ist auch noch eine Münze. Und da von dem Typen kriegen wir auch noch ein paar Münzen, deswegen... Hoffentlich reicht das. Ich meine, wir haben jetzt immer noch Leute hier. Wir haben eins der Portale zerstört. Ah, jetzt sind sie alle weg. Nein, sind sie nicht. Sehr gut. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, die können wir alle wiederholen. Euch beide können wir auch noch neu dazu holen. Und wir reiten einfach mal weiter nach rechts und gucken, was da so alles noch gibt. Noch ein Lagerfeuer. Sehr geil. Oh, den habe ich fast übersehen. Noch mehr Leute. Und das ist das nächste Portal. Okay. Hui. Wir haben ein Portal zerstört. Und wir haben eine Monsterwelle von Monstern ausgehalten. Versteht ihr? Monsterwelle von Monstern. Knickknack. Wir müssen uns erstmal wieder sammeln und ich würde sagen, dass wir dann weiter nach... Hier ist das zerstörte Portal. Ich würde sagen, dass wir dann weiter nach links gehen vielleicht. Weil rechts haben wir einen recht starken Verteidigungswall. Gerade weil wir ja hier jetzt auch ein Portal zerstört haben und 2 Mauern hier direkt haben und dann noch einen Turm da haben. Ich glaube, damit kommen wir klar. Ich würde gerne diesen Turm noch upgraden, um ehrlich zu sein. Und diese Mauer, holy crap. Was ist das denn für eine Mauer? Geht gar nicht. Wir brauchen mehr Leute. Wir brauchen
durchaus mehr Leute. Das heißt, wir brauchen mehr Geld und mehr Dörfer, aber mehr Dörfer haben uns ja eben auch noch freigeschaltet. Von daher, so, Pferd kann hier nochmal ein bisschen essen. Okay, welchen Tag haben wir? Kann man nachgucken. Tag 30, 33. Dann haben wir nur noch 2 Tage Zeit. Uiuiui. Und dann kommt wieder eine große Welle. Wobei die letzte große Welle eigentlich gar nicht so schlimm war. Muss ich ehrlich zugeben. Die ging. Tag 33. Hurra. Okay. Holen wir uns mal Bögen. Holen uns hier wieder unsere eine Münze ab. Ah, guck mal. Hier, die Banner sind auch kaputt, weil unsere Ritter gestorben sind. Die würde ich gerne wieder neu holen. Zusammen... die Katapulte stehen aber noch. Sehr geil. Dann holen wir uns mal links ganz viel Kohle ab, schätze ich mal. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass gerade links... Alter! Klingeling, 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 klingeling. Ja, wir haben gerade viel Geld verdient. Das werden wir einfach mal hier ausgeben. Und nochmal hier ausgeben. Dass wir hier auch wieder 2 Ritter haben. Geil. Und dann... Sehr gut. Da machen wir wirklich immer recht viel Kohle mit. Ja, dann würde ich einfach mal sagen... Geld. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Dann werden wir uns wieder nach rechts begeben. Gucken, ob wir da neue Leute anheuern können. Und wir werden das Ding hier wieder ausbauen. Ganz klar. Nicht komplett, aber... So reicht erstmal. Für die nächste Nacht machen wir das dann komplett. Hier, das können wir auch nochmal ausbauen. Und hier hatten wir doch noch einen Wachturm. Genau dieser hier. Sehr gut, dann haben wir wieder Münzen. 2 Stück noch. Aber wir haben einen ausgebauten Wachturm, was auch sehr geil ist. Hier einfach das zerstörte Portal, wie geil. Okay, das hat tatsächlich überraschend gut funktioniert. Ich dachte, wir kriegen hier noch Ärger auf die Schnauze, aber es ging eigentlich tatsächlich wirklich klar. Es hat sehr gut funktioniert, auch wenn wir nicht so viele Leute haben, wie ich gerne gehabt hätte. Aber das stimmt mich zuversichtlich, dass wir vielleicht doch ein bisschen überleben hier in Kingdom. Auch wenn wir schon unsere Krone verloren haben. Wir haben sie wiederbekommen. Und das ist es doch, was zählt, meine Freunde. Dass wir unsere Krone wieder haben. Denn wir sind König und niemand sonst. Okay. Hier sind auch noch Leute. Ich glaube, es macht absolut keinen Sinn, weitere Farmen zu bauen, wenn wir nicht mehr Farmer haben, die farmen können. Ich glaube, das ergibt Sinn. Ja, ich denke schon. Okay, dann wollen wir weiter nach links reiten, um zu gucken, ob wir hier was essen können. Sehr geil, das können wir schon mal. Ich frage mich, ob unsere Königin die Hunger hat. Anscheinend nicht. Sie isst Goldmünzen. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir... Oh, noch mehr Bögen. Aber ich würde sagen, dass wir dann... das hier mal machen, weil wir wirklich wenige davon haben. Und ich glaube, so langsam aber sicher kriegen wir so ein Problem, wenn wir da nicht mehr Leute holen. Holen wir uns nochmal hier unser Gehalt ab. Boah, Alter. Das ist aber viel zu viel Kohle, das ich von denen bekomme. Also nicht, dass ich mich beschweren würde oder so. Aber, holy crap, das ist schon viel. Okay, werden wir hier angegriffen? Nein, aber guck mal, was wir hier für eine Armee stehen haben. Ich meine, ganz ehrlich... Ich glaube, hier könnten wir auch langsam mal... Welchen Tag haben wir? Tag 34. Das ist natürlich nicht... Alter, what the fuck? Das schmeiße ich einfach mal wirklich dahin, weil ich aktuell sonst nichts damit anfangen kann. Aber wir sind hier auch so stark, ganz ehrlich, da muss ich dann keine Münzen für ausgeben. Ich weiß, was wir mit meinem ganzen Geld machen. Oh, hallo. Der Otto. Okay, Feuer! Hui. Der macht echt ein paar Leute arbeitslos hier schnell, ne? Düp, düp. Hey, greift ihr nochmal zurück an, ihr Säcke. Katapult, Feuer, Fragezeichen? Ah, sehr gut. Stolz auf euch. Aber die linke Seite ist gar kein Problem. Wir müssen die rechte wieder ein bisschen ausmachen, weil die hat arg gelitten. Aber wir haben auch genug Geld dabei. Wobei, die hat auch nicht arg gelitten. Wir haben da auch eigentlich schon Verteidigungsanlagen en masse. Also, kein Problem, was das angeht. Trotzdem mal hier Geld ausgeben. Ich glaube, wir sind jetzt, ja, jetzt gleich sind wir bei Tag 35, was nicht gut ist für uns, denn es ist Tag 35. Es hat eine 5 im Namen. Und sobald der Schriftzug auf dem Display erscheint,
wissen wir, er erscheint nicht. Nicht? Okay. Kein Tag 35. Kann ich mit leben. Ist super okay für mich. Das kommt echt nicht. Wo ist Tag 35? Der Schriftzug kommt nicht. Okay. Komme ich mit klar. Warum stehen nur drei Leute, die ausgebildet sind? Fragezeichen. Das verstehe ich nicht. Ich meine, wir könnten jetzt weiter angreifen und weiter in diese Richtung gehen. Aber noch nicht. Schon wieder so ein Elch-Ding. Ist hier nur einer? Hier ist nur einer. Aber da rechts sind, glaube ich, noch mehr. Ja, guck mal. Zack. Zack. Okay. Wir haben das Teil voll aufgerüstet. Wir sind immer noch bei Tag 34. Oder sind wir erst bei Tag 34? Tag 35 kommt gleich erst. Das ist natürlich auch sehr gut möglich. Wir haben... Ja, dann könnten wir uns auch weiter hierhin ausbauen, obwohl ich dann erst mich darauf konzentrieren würde, alles richtig zu machen. Wir haben links soweit, also links sind wir recht safe. Links passiert nichts, glaube ich. Rechts könnte was passieren. Ich meine, wir könnten das hier upgraden, aber das bringt uns nichts, weil wir eh keine Farmer haben, die dann da arbeiten könnten. Von daher, das ist voll upgraded. Das brauchen wir auch gleich, habe ich so das Gefühl. Also, das ist schon mal gut. Hier von den Dingen, an denen ich vorbeireite, ist auch alles voll upgegradet. Alles voll upgegradet. Wir könnten uns noch einen Farmer leisten. Ja, das könnten wir durchaus tun. Dann machen wir mal den Rest. Okay. Können wir gar nicht. Können wir hier noch irgendwas upgraden? Nö. Ist tatsächlich alles voll upgegradet. Dann... Wir hatten rechts noch, links noch ein Dorf, ne? Wir hatten links, glaube ich, noch ein Dorf. Ja, ich kann nicht mehr Geld aufnehmen, es tut mir leid. Guck dir das an. Das ist eine richtige Armee, ist das hier. Hä, warum kann ich hier zwei Sachen? Ach so, einmal Angriff und einmal hier, okay. Einmal kann ich auch hier das Feld ausbauen. Leute, ich habe zu viel Geld, schmeiß mir das noch nicht hinterher, wenn ich keinen Platz mehr habe im Inventar, ihr Autos. Oh, guck mal, der Händler. Oh, oh. Lass die Leute in Ruhe. Lass die Leute in Ruhe. Okay, warte, die Leute holen wir uns morgen. Oder war es das schon? Einer ist noch da. Hier. Take it. Ah, dann haben wir die Dinge sehr gut abgewehrt. Okay, du kommst... Wir können ihn so ein bisschen langsamer machen, habe ich das Gefühl, ne? Ja, das können wir auf jeden Fall tun. Ich möchte nur, dass unser Typ wieder safe zum Dorf kommt. Aber das kommt er jetzt, glaube ich. Ja, und da warten schon unsere 10 Milliarden Soldaten, die bereit sind für den Angriff. Feuer! Nein, Jungs! Wow, One-Shot-Kill. Krass, geil. Okay. Wir haben Leute, wir haben alles, was wir brauchen, um den heutigen Tag zu überstehen. Und wir haben zu viel Geld. Not complaining. Okay. Wir haben ganz viele Hämmer hier noch am Start. Wir haben vier Bögen noch am Start. Wir haben keine Sense mehr. Nehmen wir uns noch eine Sense. So ein Pharma-Typi. Obwohl wir eh schon genug Geld verdienen. Und von denen kriegen wir wahrscheinlich genauso viel Geld wie von denen. Naja. Plop, 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 plop. Fällt alles raus. Okay, das hier rüsten wir auf jeden Fall nochmal wieder auf, weil heute ist die Nacht der Nächte. Mal wieder. Wenn man das so sagen will. Scheiße. Ich habe schon wieder Angst. Obwohl, beim letzten Mal ging es ja ganz gut. Ach, guck mal, hier haben wir eine richtige Streitkraft. Geil. Okay, wenn wir uns beeilen, können wir hier vielleicht noch eine Wand aufstellen und hier noch einen Turm. Das wäre geil, weil da haben wir gar keinen Turm. Der nächste Turm kommt ganz weit weg. Da. Und das hätte ich schon gerne da. Okay, ich guck mal, ob ich dann noch mal neue Leute finde, die bereit sind, sich uns anzuschließen. Das wäre es dann du zum Beispiel. Oder ihr. Und ganz rechts gibt es auch noch ein Dorf. Ja. Da ist nur einer. Aber mit einem kann ich leben. Vielen Dank zum Anschließung. So. Das heißt, wir haben drei neue Leute auf jeden Fall. Wir haben hier eine ganze Armee, die hoffentlich zurückkommt, bevor die Nacht anbricht.
weil ansonsten sind das Idioten. Und wir haben hier noch nichts, was wir bauen können. Dafür muss erstmal der Wald verschwinden. Wald, verschwinde. Uiuiui. Zauber, Zauber. Wald? Könntest du bitte schneller verschwinden? Dankeschön. Wald. Okay, können wir jetzt hier bauen? Nein, Wald. Verschwinde. Okay, unser Pferd kann hier nicht essen. Hä, was ist das dann? Hier ist das Portal. Was können wir denn hier bauen? Am Portal? Was ist das denn? Hör mal, meine Freunde, das kenne ich ja noch gar nicht, hör mal. Das ist jetzt neu für mich. Das ist vielleicht dämlich, das jetzt gerade zu bauen. Vor dem... Welchen Tag? 35? 35. Tag. Aber ich hoffe einfach mal, dass die Jürgens von links angreifen. So, das ist meine Hoffnung. Tun sie nicht, weil immer wenn ich sage, ich möchte, dass sie von links angreifen, greifen sie nicht von links an. Aber ich möchte wissen, was wir hier bauen können auf dem Portal. So weit war ich noch nie. Auch neu für mich. Anscheinend ein etwas größeres Haus. Können wir hier Kämpfer ausbilden für Geld? Wenn ja, ist das gut. Ich habe Geld. Okay, hier können wir dann auch nochmal das upgraden auf jeden Fall. Kannst du direkt hier bleiben. Was ist das dann? Okay, ein Geld. Was macht es? Was? Oh Gott, Hilfe! Werden wir angegriffen? Ist das schon der Tag? Es ist bereits der Abend, ja. Okay, ich lasse mal mein ganzes Geld hier fallen. Habe ich jetzt gerade das hier upgradet? Ich weiß es nicht. Wenn ja, dann tut es mir leid. Ich wollte das nicht upgraden. Du. Oh Gott! Nein! Schneckt sie nicht weg! Wo sind unsere ganzen Bogenschützen? Feuer! Bogenschützen! Was tut ihr? Sie snacken unsere ganzen Leute weg! Natürlich greifen sie von rechts an, habe ich doch gesagt. Was war das für ein Ding? Das will ich wieder ausprobieren. Feuer! Katapult. Wir bräuchten deine Hilfe. Weißt du, du stehst da rum und schießt nicht. Okay, ich glaube, ich hau ab. Okay, Tag Nummer 36. Und dieses Mal vergesse ich nicht, Leute. Das war's mit Kingdom. Folge weiß ich gar nicht. Aber wir haben immer noch überlebt. Hurra! Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Kingdom. Bis dann. Tschüss.